Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, wie wir denn hier jetzt auch weiterbauen? Ich hoffe, naja, zumindest ein Teil hat er schon mal geschmolzen. Damit kommen wir schon mal eine ganze Ecke weiter. Ich nehme das mit, was er hier schon mal geschmolzen hat. So. Und der Rest kann dann erstmal Ruhe weiterschmelzen. Müsste ja eigentlich. Ich glaube, so weit sind wir hier von dem Schank gar nicht entfernt. Ja, aber schon mal die ganze Ecke. So, und den möchte ich... Was habt ihr hier geschrieben? Wenn ich Treppen und sowas mache. Soll ich eine Steinsäge machen? Weil ich brauche sonst 6 Steine für 4 Treppen. Das ist richtig. Und sonst nur 1 Stein pro Treppe. Kann das sein? Kann man ja mal ausprobieren, ne? Nur mal so als... Tatsächlich. Tatsächlich. Ich nehme sie einfach mal mit, stehe sie dahin, bringe ich den später hier wieder zurück. Wusste ich auch nicht. Ich habe ehrlich gesagt nie darauf geachtet. Ich dachte, da braucht man gleich viel. Aber gut, gut, gut. So. Wollen wir rüber? Unsere Kirche muss schöner werden. Oder erstmal muss sie fertig werden. Dim, 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 dim. Kriegen wir alles hin. Immer mit der Ruhe. Was wir schon lange nicht mehr hatten, ist mir mal so aufgefallen. Hier, diese Pillager, die sind relativ selten bei uns, ne? Liegt aber, glaube ich, daran, dass hier vorne eh nichts bauen kann. Und die ziehen, glaube ich, zu dem Monster, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ja. Yeah. So, den wollen wir mal, den wollen wir mal. Die Steine, aber das ist gleich viel, ne? Wenn ich hier 4 nutze, kommen ja auch 4 raus und... So. Wenn wir überlegen, ich war erst mal überlegen, nur 3 zu machen und dann hier Ende zu machen. Aber ehrlich gesagt, sieht das denn von der Seite doch relativ kurz aus, oder? Ich werde erstmal so, erstmal bis hier hinziehen. Und da einmal kurz, jetzt habe ich Depp natürlich, oh Mann, das Holz hier gegessen. Ah, ich glaube, eine Reue werde ich noch hinmachen. Und hier vorne kommt in der Altar hin. Oh, man. Ja, und dann holze ich hier schnell einen Baum ab. Bevor ich jetzt zurücklaufe, mache ich es lieber so. Wir müssen früher oder später sowieso weg. Also kann man das hier auch kurz abholzen. Den haben wir auch Holz. Kommt letztendlich aus Gleiche raus. So. Zock, zock, zack. Wie gesagt, die müssen eh weg. Später. Der noch weg. Nehmen wir den Bäumchen gleich mit und dann haben wir definitiv erstmal genug Holz. Wollte ich jetzt die Treppe ein bisschen weiterziehen. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Zock, zack, zack, zock. Sehr schön. Mit Erde wird noch ein Problem. Nur wo ich die jetzt wieder herkriegen soll, dort weiß ich auch noch nicht. Ich hätte jetzt echt gedacht, die reicht. Aber das wird schon irgendwie... Keine Ahnung, ansonsten muss ich mir echt mal irgendwo eine Ecke suchen, wo ich nur Erde wegrobbe. Hier bei mir kann ich ja nicht machen. Hier muss ich ja schon mehr Erde hinschütten, als wegnehmen. So, das sollte jetzt aber erstmal reichen. Ja, der kommt natürlich auch mit. Warum soll der eine hier hängen bleiben? So. So, meine Crafting-Box steht noch hier vorne. Ich hoffe es. Es wird auch schon wieder dunkel. Ich stelle hier auch die Steinsäge mal mit hin. Ob ich wie ein Gebäude ist am Mann? So, jetzt mache ich daraus aber erstmal. Das sind noch Bretter, ne? Ne, das sind auch Stämme. Gut, dann mache ich die erstmal zu Brettern. Mache daraus erstmal. Die gehen aber nicht, ne? In der Steinsäge gehen nur Steine, ne? Erstmal Treppen. Dogge. Ich stelle mal kurz mein Bett hier hin. Dann brauche ich nicht wieder ganz zurücklaufen. So, leg mich kurz hin. Und den machen wir da weiter. Sehr schön, sehr schön. Oh. So, Freunde. Hier hatte ich immer 2 zwischen. Eine Reihe möchte ich doch schon noch gehen, ne? Müsste ich aber von hier machen, ne? Zack. Jo. Das passt. Der müsste da nochmal hin. Da, 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 da. Sehr schön. Dann hat man hier genug Platz für den Altar. Jetzt muss man mal kurz was gucken, weil der Altar... Ich weiß gar nicht, wie groß der wird. Das soll jetzt kein Riesenaltar werden. Ich hätte ihn schon gerne mit etwas Abstand. 1, 2, 3, 4. Also 5 Reihen sollten da schon eigentlich Platz bleiben. So, 1, 2, 3. Aber so dicht ist der Altar ja auch nicht. Das dort nicht mehr. Und der Altar selber, ich meine, das soll jetzt kein Riesenaltar werden. Ich werde da einfach so ein Lesepult hinwählen, was auf so einer kleinen Plattform steht. Aber 4 Bräut wird da garantiert. Und danach sind wir hier nämlich schon an mit Problematik, du.
Ein bisschen eher der Hobby 1 Decke, ne? So, wenn hier der Altar anfängt. 1, 2, 3, 4, das wäre der Altar. Und, ja gut, den könnte man direkt an die Wand bauen, ne? Dann reicht auch 3. Ja. Warte mal, da würde ich hin, so vorne so eine Treppe lang. Dann hat er hier so eine Zweierplattform. Er ist Bieser, der müsste hier die Wand lang. Hier. Boah, das habe ich mir fast gedacht. Da haben wir jetzt schon wieder eine Problematik, du. Der Baum hier wird weg müssen. So. Genau. Mach mal Blätter weg, mein Freund. Oh, da wird's jetzt eng mit der Erde. Sehr eng. Die brauchen aber ewig Keuten, bis die mal festwinden. Die stören hier gerade gewaltig. Gut, hier vorne wird wahrscheinlich eh früher oder später die Keimauer langlaufen. Also ist jetzt nicht so tragisch hier. Das kriegen wir alles noch hin. Das hier muss trotzdem erstmal weg. Und ein bisschen angleichen muss ich das Ganze. So. Zumindest bis hier. Zack, zack, zack. Ja, das konnte denn erstmal so bleiben. Hier kann man später so eine Art Steilküste draus bauen. Aber hier muss, definitiv. Und das war's mit Erde. Den Apfel natze ich mir jetzt mal rein. So. So, das hier wäre die Außenwohnung. Also müsste ich das Ganze ein weiterziehen quasi. Ja gut, das kriegen wir aber alles hin. Das kann man ja mit der Keimauer wieder angleichen. Das ist gar nicht das Problem. Ich ziehe jetzt erstmal, würde ich sagen, das hier wurde die Außenmauer, ne? Die bis dahin. Die würde dann quasi hier weitergehen. Und das muss natürlich alles später ordentlich angepasst werden. Was natürlich blöd, dass wir jetzt keine Erde haben. Den einen Stack, den wir noch haben zu Hause, brauche ich gar nicht erst holen. Aber wo grabbel ich denn jetzt mal auf schnell 3, 4 Stacks Erde weg? Die brauche ich bestimmt, um hier weiterzukommen. Na, guck mal, den müsste ich ja dann auch so weiterziehen. Zack, 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 zack. Und da dann nachher weiter. Oh, hier bei mir ist es schlicht. Da brauche ich ja noch jede Menge Erde. Gut, meine Schaufel ist so gut wie in Ordnung. Ich port mich mal zum... Warte mal, bevor ich mich dahin porte, habe ich genug Platz? Jo. Zum Spawnpunkt. RP, TP. Das ist halt, bevor ich das jetzt mache. Oh Mann. Warte, warte, warte. Ich möchte mein Bett einstecken, falls es da dunkel wird, damit ich mich mal schnell schlafen legen kann. So. Jetzt oben. RP, DP, Spawn einfach. Zock. Genau. Ja, ja, dazu sage ich nichts mehr. Wer auch immer das hier schon wieder war. Hier stand eine Hütte, die wir extra für Leute oder für euch, wenn ihr mitspielen wollt, euch hier gleich ein Bett rausnehmen könnt. Da war ein Bett drin, quasi so eine Notfallhütte, falls Nacht ist, damit ihr nicht gleich drauf geht. Oh Mann. Ich glaube, dass das Ganze ist aber passiert, bevor, würde ich sagen. Glaube ich. Ich kann ja mal kurz nachgucken. So, da sind wir auch wieder. Ich muss hier nur mal kurz nachgucken, wer das war. Ich weiß jetzt, wer das war. Und es reicht, das ist nicht das erste Mal. Nicht nur, dass die Starthütte hier weg ist, sondern es ist ja auch bei zig anderen Leuten passiert. Alles, was nicht geclaimt wurde, wurde zerstört. Und das sieht man eindeutig, das sind TNT-Löcher. Hier wurde mit TNT rumgesprengt. Ich weiß nicht, warum du hier absichtlich alles sprengst. Den Spawnpunkt selber kannst du nicht sprengen, weil er geclaimt ist. Aber es muss nicht sein. Definitiv. Nein. Das kommt nicht nochmal vor. Gut, ich werde das hier später wieder in Ordnung bringen. Ich wollte jetzt hier einfach nur gucken. Wieso ist denn hier Goldblöcke alle? Keine Ahnung, wer das hier gebaut hat, aber das hat wohl jemand gebaut. Das war ich definitiv nicht. Ist ja auch nicht schlimm.
Ah, Lucky Luke, alles klar. Gut, hier machen wir natürlich nichts kaputt. Das ist ja alles in Ordnung. Es geht ja nur darum, hier mutwillig Sachen von Leuten zu zerstören. Das muss absolut nicht sein. Und ich wollte ja nur schnell Erde holen. Ich weiß, wer das war. Ich sage den Namen jetzt definitiv nicht. Ich mache kein Namenscalling, aber derjenige ist, weiß garantiert, wer gemeint ist. Ups. Ich wollte ja ordentlich nur schnell ein bisschen Erde holen. Ich werde mal ein bisschen weiter weggehen, damit ich hier von niemandem was kaputt buddel. Ja, das ist halt das Problem. Ich schlimm mit manchen Leuten. So, ich glaube, hier konnte ich ein bisschen rumbuddeln. Ich weiß nicht, was ihr davon habt, aber dort kann ich nicht zulassen. So machst du den Spielspaß von so sämtlichen Leuten kaputt. So kannst du leider nicht mehr mitspielen. Das tut mir leid. So, ich hole nur schnell ein bisschen Erde. Das muss sein. Ey, Alter, schreck mich nicht, Junge! Hab ich mich jetzt erschrocken? Oh, ich hab gar nicht viel Erde. Ja, gut, das sieht ja jetzt auch nicht wunderschön aus, ehrlich gesagt. So weit runter wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur die oberste Schicht. Kurzen Moment. Die Blümchen schmeiße ich gleich wieder raus. Ich muss hier einmal kurz. Das ist der Schaufel geschuldet. Das wollte ich nicht. Das sieht ja aus, als wenn hier jemand rumgesprengt hat. Und teilweise waren hier schon Löcher drin, ne? So, wie gesagt, wollten nur die oberste Sicht, den Rest fülle ich da kurz auf. Zock, zock. Da bist du ja schon wieder, my friend. So. Da. Geht zwar wieder ein bisschen Erde flöten, aber ich will hier ja noch nicht alles platt machen. Das wollte ich definitiv nicht. So, dann stelle ich einmal kurz das Bettchen auf zum Schlorfe gehen. Und dann holen wir gleich noch ein bisschen Erde. Ich glaube, so 3 Stacks sollten reichen. Das ist ja nur das kurze Stück, damit wir unsere Kirche weiterziehen. Den Rest passe ich später an. So, Schaufel, einmal hier durch, schön durch die Botanik. Zock, zock. Sehr schön. So, ich brauche eben, warte mal. Ja, guck, ein Stick gleich noch, dann habe ich das hier. Diese Schaufel haut da manchmal mehr Löcher rein, als eigentlich soll. Und das Loch stört mich auch. Die Blumen schmeißen eher weg. Die brauche ich jetzt nicht wirklich. Brauche nur ein bisschen Erde. So. Du geh mal. Wenn ihr Erde oder Stein oder irgendwie sowas braucht, ist auch kein Problem. Kann man ja überall farmen gehen. Dafür ist die Welt ja da. Aber müsst ihr denn absichtlich Sachen kaputt sprengen? Ich habe für sowas, tut mir leid, keinerlei Verständnis mehr. Absolut nicht. So. Hab ich denn? Ah, 3 Stacks hab ich. Wird wo reichen. Hoffe ich mal. Raus. Sand nehme ich mal mit. Raus, hab ich gesagt. So. Gut, deporte ich mich jetzt erstmal wieder nach Hause. RP, TP. So. Da konnte ich dann wenigstens mit der Kirche weitermachen. Und deswegen kann ich euch, das geht ja so eine Olle, die hier mitspielen, nur empfehlen, claimt auf jeden Fall eure Gebiete. Ich versuche die Leute zu finden, die hier ständig alles zerstören und die fliegen auch eiskalt runter. Aber Leute, was ist denn das hier? Tauchen ja immer wieder neue auf. Daher, damit gar nicht erst was zerstört werden kann. Klemmt es lieber.
Derjenige, der das jetzt war, ich weiß, wer das war, der kann sich verabschieden. So, aber darum will ich jetzt gar nicht weiter drüber rummigern. Wir werden jetzt da vorne der Kuzi-Ede hinmachen, damit wir mit der Kirche woher kommen. Und? Weiterbauen. So, cool. Ich war gerade, etwas durcheinander. Gerade weil ich sowas nicht verstehe. Ich weiß nicht, was man davon hat. Also, ich persönlich bin noch nie auf die Idee gekommen. Wirklich noch nie. Wenn ich irgendwo auf einem Server spiele, egal ob das noch ein öffentlicher ist oder ein privater, von irgendjemandem was zu zerstören. Echt nicht. Warum auch? Was hätte ich davon? Gar nichts. Es macht nicht mal Spaß, also... Naja, du wirst schon deine Gründe haben. Ich habe auch meine Gründe. So. Den ziehe ich jetzt hier die Wand durch. Und die Blätter sind im Weg, ne? Zock, zock. Oh Mann, du, die Blätter hier, du, das ist ja furchtbar. Weg damit. So. Das hier weg. Ja, die müssen leider weg, sonst kann ich ja nicht bauen. So, hier müsste das mich einmal lang. Ja, die Bäume müssen hier später auch weg, aber dafür muss ich erstmal Erde im großen Stil besorgen. Irgendwie. So, hier würde dann später quasi... Holz habe ich hier genug einstecken. Der Altar, da baue ich zumindest schon mal den Grundkern auf. Und wo einmal dorthin. Und ein paar Treppchen. Und ich habe ja noch Treppchen. Warte mal, ich brauche aber noch ein paar Slabs. Slabs habe ich zwar jetzt so viele im Lager, aber... Ich will jetzt auch nicht schon wieder zurücklaufen. Das heißt, ich mache jetzt erstmal, aber jetzt nicht alles zu Slabs, nur ein paar. So. Wo ist Slabs? Brauche ich gar nicht. Warte mal. Nee. Doch, hatte ich gerade einen Denkfehler. Ich brauche überhaupt keine Slabs, sondern die vollen Blöcke. So, den noch hin. Den dahin. Sag mal, stirbst du da vorne oder was machst du da? Keine Ahnung. Bleib am Leben, mein Freund. Bleib am Leben. So, hier sollten die Kurse so die Treppen her, sind noch 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Jo. So, na. Der natürlich. So, das sollte dann hier also rumgehen. Zock. Und da ran an die Wand. Hier genauso, da soll quasi der Altar rauf. Zack, 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 zack. So, hier auch wieder rum. Und da kommen jetzt die ganzen Blöcke rein. Sehr schön. Dass er hier quasi so ein kleines Podest hat, wo er nachher steht, ist ja schließlich nur eine kleine Dorfkirche. Was Größeres muss dort nicht werden. Sehr schön. Und hier soll dann so ein Art Lesepult drauf oder so. Hier hinter an seiner Wand hat er immer noch ein bisschen Platz, sich zu bewegen. Das reicht schon, das reicht schon. Jetzt machen wir erstmal die Steine weiter. Jetzt muss ich uns mal gucken, wie ich das am besten mache. Das fängt hier an. Hier habe ich eine Dreierwand. Dann müsste hier definitiv in ein Fenster hin. Oder? Die haben zwei breit, ne? Jo. Genau, dann müsste das hier wieder rüber. Hier müsste dann wieder eine Dreier hin. Zack, zack. Jo. Jo, passt. Dann müsste hier wieder ein Fenster hin, definitiv. Hm, nein, da nicht. So. Und hier, ich weiß noch nicht, eigentlich haben die Kirchen ja beim Altar eher weniger ein Fenster, obwohl ich auch schon Kirchen gesehen habe, ein Fenster. Aber das passt, glaube ich, nicht, ne? Wow. Hier muss eine Dreuer hin, wenn hier ein Fenster hinkommt. Das wird hier zu beengt. Hier mache ich komplett zu. Besser ist das. So.
Ich nehme dies. Obwohl, das ist doch Blödsinn, hier eine Säge zu nehmen. Ist doch eh 1:1. So. Zock, zock, zock. Zu hier. Den hier einmal durchziehen, hier hinten. Obwohl ich hier hinten, hinterm Altar, schon gerne ein großes Fenster hätte. Ne? Mal gucken, wie ich das gleich mache. Hier habe ich jetzt 1, 2, 3, 4. Gut. Mache ich hier auch erstmal 4? Ah. So, 1, 2, 3, 4. Da auch ein Block hier drauf, ne? Ja gut, das wird natürlich zu groß. Ich muss mal rausfinden, wo die Mitte ist. Hier. So, hier ist die Mitte. Wenn ich hier ein Viererfenster reinmache, das passt nicht. Dann mache ich ein Dreier rein. Also Fenster, Fenster. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann hätten wir hier ein Dreierfenster. Ne? So in die Mitte, hinterm... Ja, das passt. Der Baum kommt da ja noch weg. Ist ja nicht so, dass der da bleibt. So. So noch zu, zack. Hat er hier so ein kleines Fenster hinter sich. So, jetzt muss ich bloß natürlich noch gut gehen. Das ist von hier. Da muss eine Dreierreihe ran, ne? Sonst passt das hier nicht. So. Und dann müsste hier ordentlich das nächste Fenster, ne? Passt auch. 2, zack. Darüber. Sehr schön, wieder 3 insgesamt. Da lang, so. Fenster hier hin. Zock, 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 zack. Passt, ne? Oder? Warte mal, von hier? Ja, passt, gut. Das ziehe ich dann einfach zu. Guck mal, da haben die Steine ja auch gereicht. Zumindest vorerst. So, noch nicht ganz fertig. Wunderbar, der wird zumindest der Umriss. Hier innen drin muss ja noch einiges gemacht werden. Hier soll die Orgel und das noch hin. Aber das passt erstmal. Ich stelle hier erstmal, das wird... Nee, wenn das doch drin ist, hier mich übelst dunkel. Ein paar Fackeln rein, damit es hier nicht so dunkel wird. So. Genau, das sollte wohl erstmal reichen. Vielleicht hier noch welche hin. Und da. Und noch ist hier ja keine Beleuchtung in der Kirche. So. Den würde ich sorgen, ich ziehe erstmal das doch weiter. Holz haben wir ja genug. Naja, aber erstmal, erstmal. So, Treppen, aber die werden nicht reichen. Ich mache die auch alle noch zu Brettern und alle zu Treppen. Das mache ich jetzt aber anders, sonst bin ich nächste Woche noch nicht fertig mit dem Treppen machen. Treppe. Aus Holz, wenn es geht. So. Sehr schön. Mir geht nicht. Gut. Dann lege ich mich kurz schlafen in mein Bett. Habe ich einstecken, ne? Jo. Haben wir gleich. Dim, 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 dim. Sehr schön, sehr schön. Erstmal fehlt hier ja noch. Ich werde jetzt hier erstmal die Seite lang ziehen. Zack. Nein, doch nicht so, Mensch. Das geht ja schon wieder gut los. So, da lang, da, da, da. Blätter im Weg. Einmal hier komplett. Zack, zack, zack. Ah, dieser Baum hier, ne? Warte mal. Der geht mir gerade voll auf die Zwirbel. Weg damit. Sehr schön. Weg mit dir. Sehr schön. Dort dann noch weg. So kann man doch nicht arbeiten, Mensch. Der hier genauso weg. Wenn hier ständig was im Weg steht. Brauch eh noch Holz für Treppe. Das weiß ich jetzt schon. Die werden nicht reichen. So. So, der hier weg. Den Rest können wir ein bisschen später. Geht jetzt allgemein erstmal nur darum,
dass ich da überhaupt lang komme. So. Du machst hier einen Abflug, da muss eine Treppe hin. So, sehr schön. Den einmal um rauf. Guck mal, da ist doch schon wieder Holz. Ich brauche einmal die Gerüste. Oh. Danke. So, da. Sehr schön. Dorte nochmal rüber. Ich meine, ja, Holz werde ich definitiv noch brauchen. Also, da führt kein Weg dran vorbei. Zack, das wird beim Leben nicht reichen, was ich hier habe. So, den Giebel brauche ich nachher von innen. Müsste doch hier eigentlich nach und nach jetzt so langsam auf verschwinden. Da nochmal, da. So, hier. Oh, es wird ein relativ großes Dach. Aber gut, das ist halt dafür eine Kirche, ne? Aber ich wollte halt, dass es an den Seiten so weit runter geht. Damit es eher aussieht wie eine Dorfkapelle. Und das passt halt ja nicht. So. Dorthin. Wunderbar. Zock. So, da einmal. Ey, das fällt aber wirklich sehr hoch. Und das Ganze muss ja später auch nochmal auf die andere Seite, aber jetzt ist, glaube ich, gleich erstmal aus mit Treppen. Wie ich den Fußboden innen drin mache, weiß ich noch nicht so genau. Aber mal gucken, irgendwas, was dazu passt. Irgendwas mit Teppich. Wenn wir noch sehr viel Wolle für brauchen. Und ich muss ja mal gucken, aber das werde ich dann wahrscheinlich mal offline machen. Irgendwo sehr viel weiter weg, das da hinten war nur auf die Schnelle. Wo wirklich weit und breit kein Mensch ist. Mal richtig viel Erde sammeln. So. Damit ich dort hier alles vernünftig anpassen kann. Aber wie gesagt, da kommt wahrscheinlich die Kaumauer noch weiter. Kaumauer allein schon. Kaumauer meine ich. So, da lang, da. Zack. So, habe ich noch was? Ja, ein paar habe ich noch. Aber das wird vielleicht nicht mal für diese Seite reichen. Also... Daher. Sehr schön. So. Da sind noch 64. Aber an Holz soll es hier nicht mangeln. Definitiv nicht. Hier ist noch genug, was weg muss. So. Oben ist ja noch einmal Slabs drauf. Ich glaube, Slabs habe ich sogar eins. Ne, habe ich nicht. Aber die werde ich dann wahrscheinlich aus dem Lager holen, weil ich habe so viele im Lager. Bin ich schon wieder Slabs her, aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Jetzt erstmal das Dach. So. Und damit es heute nicht stockfinster da drinnen wird, erstmal das Licht. Da will ich dann noch richtige Lichter später auch anhaben. Zock. So. Da. Sehr schön. Denn hier nochmal. Mal wäre das nicht einfacher, wenn ich hier einfach mal zwei Reihen zusammen machen würde, anstatt ständig hin und her zu laufen. Jo, geht auch so. Geht viel schneller. So, ich meine, jetzt sind die Treppen eh gleich weg. Ich sag doch, das reicht nicht mal für diese Säule. Aber immerhin ein Anfang. Sehr schön. So, da nochmal. Da. Aber gucken, wie ich hier am besten eine Tür reinkriege. Man kann ja leider keine so eine Burgtüren bauen. Die würden hier... Ich weiß, es gibt eine Mod dafür, aber... Nee, mehr habe ich jetzt echt nicht unstiegen. Auf im normalen Minecraft ist das wohl nicht möglich. So, warte mal. Wie sieht das ganz... Aber überhaupt aus? Oh,
sieht von oben höher aus, als es wirklich ist. Es geht. Sehr schön. Denn einmal kurz, ja, ho. Du bist auch so ein Ho. So, dann mache ich die mal auch zu Brillen. Zock. Machen wir noch Treppen raus, da brauche ich eh noch eine ganze Ecke von. Treppen. Mensch, die Treppen will ich. So. So. Dankeschön. Ob die jetzt Räuchchen für beide Seiten zusammen, wage ich zwar immer noch zu bezweifeln, aber man kommt zumindest schon ein Stückchen weiter. Und immerhin kriege ich zumindest diese Säule hier fertig. So. Zack. Den Giebeldonner zu bauen wird nicht schwierig, ne? Wohl, ich kann hier nicht mal allzu weit terraformen, weil, wie gesagt, die Keimauer, bin mir noch nicht so sicher, die ist ja da vorne, aber die wird hier wahrscheinlich noch so rumgehen. Und ob sie hier weitergeht, hier ist irgendwie so eine Landzunge zwischen, ne? Mal gucken. Ich glaube, da werde ich auch so einen Fluss zwischenbuddeln müssen oder sowas. Aber eins nach dem anderen, so weit sind wir noch nicht. So. Dorthin, dorthin. Sehr schön. Den Eimer von der Säule. Ich fange unten an. Am besten erstmal hier vorne ran. Na doch nicht so, jetzt geht das wieder los. So. Doran, da, du. Jetzt falle ich bestimmt gleich runter. Sehe schon kommen. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. So. Ah, guck mal hier, die Kante so blöd ist, ne? So, dahin, dahin. Komm ich nicht ein, weiter ein? Komm ich da ran? Ja, sehr schön. Wenigstens etwas. So, ein bisschen haben wir noch. Gut. Dip, 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 dip. Einmal hier hoch, komme ich hier rüber. Ich hoffe es mal. Ja. So, den Eimer hier rauf. Doran. Ich mache jetzt einfach immer zwei rein, das geht schneller. Zack. Zack. So. Ja, ich weiß, Dachbauen dauert immer etwas. Ist auch nicht das Interessanteste, aber muss schon leider gemacht werden, damit wir hier weiterkommen. Es geht ja nicht anders. Also, gut. Aber das machen wir ja nur auch nicht jede Folge. Dorthin, dahin, so. Sehr schön. Da einmal, da. Wunderbar. Passt doch. Dem, 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 dem. So, hier, hier. Und dann sind wir die Treppen auch gleich wieder los. Aber wie gesagt, an Holz mangelt das hier definitiv nicht. Aber das wird, glaube ich, schon wieder Nacht, ne? Das funktioniert leider nicht mit der Shift-Taste da einfach jetzt so rückwärts langlaufen, weil dann setzen die Treppen sich ständig verkehrt. Das habe ich schon probiert. Auch wenn es schneller gehen würde. Bleibt uns hier leider nur, das so zu machen. Aber ich glaube, wir werden uns noch mal ein paar Treppen machen müssen. Ich glaube, wir haben nur noch ein Stack, wenn ich mir die täusche. Und dunkel wird es jetzt auch. Dim, 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 dim. Oder? Ja. Oh, ein Stack haben wir nur noch. Ich leg mich aber mal ganz kurz schlafen hier vorne. Sonst sehe ich da oben nicht und ihr auch nichts. Und das ist auch nicht schön. Wunderbar. So, da. Passt doch. Oh, ich glaube, zwei Reihen kriegen wir noch hin, denn die sind erstmal Treppen weg. So, nicht runterfallen. Danke. Oh, so viel werden wir jetzt auch nicht mehr brauchen. Also das Meiste haben wir. Sehr schön. Denn dahin, dahin, da, da.
Sehr schön. Zack, zack. Ja, wie gesagt, ist nicht das Interessanteste, aber es muss ja sein. Ich baue nicht gerne Dächer in Minecraft, aber man gehört ja nun mal dazu. Man kann ja nicht jedes Haus ohne Dach stehen lassen. Das sieht ja nur auch nicht gut aus. So. Oh, könnte sogar sein, dass ich diese Reihe hier noch durchkriege. Bin mir nicht ganz sicher. Aber das werden wir gleich sehen. Da nochmal und da. Zack, zack. Aber ich werde sowieso nochmal ins Lager müssen, wegen den Slabs. Kann ich mir dort das rechtliche Holz holen. Darum kann man sich ja da später kümmern, da unten. Kann ich mal, wo muss ich hier erstmal wohl, ja? Na, reicht nicht ganz. Gut, wohl, wir haben nur noch ein Holzbrett. Da kriegen wir ja keine Treppen mit hin. Aber gut, der größte Teil des Daches ist tatsächlich schon drauf. Und da drin ist es tatsächlich schon dunkler geworden. Obwohl der Giebel noch fehlt. Also, dann auch mal runter hier. Dunkel. Dann laufe ich kurz rüber zum Lager, hole noch ein bisschen Holz und die Slabs. Ich weiß nicht, was die hier für Probleme haben, wo die immer stecken bleiben. Oder war das gerade ein Andy? Keine Ahnung. Oh, ist jetzt nicht schlimm. Gut, dann laufe ich uns rüber. Wir sind für heute aber auch am Ende. Dann machen wir morgen noch den Rest vom Dorf fertig und kümmern uns denn wirklich um die Inneneinrichtung und den Giebel, damit wir die Kirche mal fertig kriegen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen.